Was geht? Corey hier und willkommen bei Einfach Bibel lesen, der Serie, wo ich einfach die Bibel lese, euch zeige, wie man einfach die Bibel liest, indem ich einfach die Bibel lese. Ich hoffe, das macht Sinn. Ich habe heute irgendwie aus irgendeinem Problem Probleme mit der Technik und das seht ihr, wenn ich diesen Clip hier spiele. Seht ihr, wie das ruckelt? Ich habe keine Ahnung, warum das ist. Gut, dass ich das zweimal aufnehme, einmal über OBS und einmal über die Kamera. Naja, wie auch immer, das hält uns nicht davon ab, Bibelstunde zu machen. Ich habe schon die ersten 11 Kapitel von Markus durchgenommen. Falls ihr die verpasst habt, schaut sie euch doch in der Playlist an. Ich habe ein cooles neues Shirt zugeschickt bekommen von Mountain Movers. Das wollte ich einfach mal so erwähnt haben. Und bevor wir anfangen, würde ich erstmal beten und dann starten. Danke, Herr, für diesen heutigen Tag. Ich danke dir so sehr, dass wir die Möglichkeit haben, in deinem Wort zu lesen. Auch wenn heute die Technik vielleicht ein bisschen verrückt spielt, Herr, danke ich dir trotzdem, dass ja so viele Menschen einfach dabei sein können, egal wo sie gerade sind und auch zu welchem Zeitpunkt sie das Video anschauen, Herr. Ich danke dir so sehr, dass wir diese Möglichkeit haben. Bitte segne einfach jeden, der zuhört und segne einfach die Worte und lass einfach Frucht daraus wachsen, dass die Worte nicht verloren gehen, sondern dass sie wirklich fruchten. Amen. So, wie gesagt, ein Bild ist ein bisschen crazy und funktioniert alles nicht, aber wir machen trotzdem Bibelstunde. Wir starten einfach ab Vers 1. Markus 12, ab Vers 1. Da fing Jesus an, ihnen Gleichnisse zu erzählen. Ein Mann legte einen Weinberg an, baute eine Mauer darum, hob eine Grube aus, um den Wein darin zu keltern, und baute einen Wachturm. Dann verpachtete er den Weinberg an Bauern und zog in ein anderes Land. Zur Zeit der Weinlese schickte er einen seiner Knechte, um seinen Anteil an der Ernte einzufordern. Doch die Bauern packten den Knecht, schlugen ihn halbtot und schickten ihn mit leeren Händen zurück. Da sandte der Besitzer einen anderen Knecht, doch den schlugen sie mit Fäusten ins Gesicht und beschimpften ihn. Den nächsten Knecht, den er schickte, brachten sie sogar um. Andere Boten, die kamen, wurden entweder halb tot geschlagen oder ermordet, bis nur noch einer übrig blieb, sein Sohn, den er über alles liebte. Den schickte der Besitzer schließlich als letzten, weil er dachte, mein Sohn werden sie sicher nicht antasten. Doch die Weinbauern sagten sich, da kommt der Erbe des Gutes. Kommt, wir bringen ihn um und behalten das Land für uns. Und sie fielen über ihn her, ermordeten ihn und warfen ihn zum Weinberg hinaus. Was glaubt ihr, wird der Besitzer des Weinbergs tun? Fragte Jesus. Ich sage euch, er wird kommen, sie alle töten und den Weinberg an andere verpachten. Habt ihr das nicht schon einmal in der Schrift gelesen? Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Das ist das Werk des Herrn und es ist wunderbar anzusehen. Daraufhin wollten ihn die führenden Männer des jüdischen Volkes verhaften, denn sie merkten, dass sie mit den bösen Weinbauern in diesem Gleichnis gemeint waren. Doch aus Angst vor dem Volk wagten sie es nicht, Hand an ihm zu legen, so ließen sie ihn in Ruhe und gingen weg. Kurze Zusammenfassung, wie immer am Anfang. Wir sehen, dass Jesus hier ein Gleichnis erzählt zu den ganzen Menschen, die um ihn herum stehen. Und er spricht davon, dass es einen Mann gab, der einen Weinberg anlegte und es anderen zur Verfügung gestellt hat, damit sie sich drum kümmern. Und als er dann irgendwann einen Knecht schickte, um seine Ernte zu holen, haben sie ihm aber nicht das gegeben, was ihm ja zustand, sondern sie haben den Knecht verprügelt. Und als er dann noch jemanden schickte, haben sie ihn wieder verprügelt, später haben sie jemanden umgebracht. Alle Leute, die der Besitzer schickte, wurden entweder zusammengeschlagen oder getötet. Und als letztes schickt er dann noch seinen Sohn, den er liebt, und wo er denkt, hey, das ist mein Sohn, den werden sie doch nicht schlagen oder anfassen.
Und auch den töten sie, denn sie wissen, wenn sie den töten, dann können wir diesen Weinberg für uns beanspruchen. Und dann fragt Jesus, was glaubt ihr, was der Mann mit diesen Männern, mit diesen Bauern machen wird? Er wird sie alle töten. Und die Pharisäer, die drumherum standen, die wussten genau, worauf Jesus hier anspielte. Aber worum geht's hier überhaupt? Ich möchte ja in diesen Bibelstundenreihen nicht zu tief in das Thema gehen, sondern ich möchte einfach nur eine Atmosphäre schaffen, wo wir gemeinsam die Bibel lesen und versuchen, sie erstmal zu verstehen. Und was hier Jesus zeigt, ist einfach das Bild von Gott und Israel. Gott hat Israel auserwählt und hat dann immer wieder Propheten geschickt und andere weise Männer, die Anweisungen hatten von Gott, die Vorschriften hatten von Gott, die Nachrichten weitergegeben haben für Gott. Aber diese Menschen wurden nicht zugehört. Diese wurden verspottet, vielleicht zusammengeschlagen, vielleicht getötet. Und wir sehen hier zum Beispiel auch Johannes der Täufer ist genauso einer, den Gott geschickt hat, den die Menschen aber und die Pharisäer vor allem nicht zuhören wollten. Und ganz zum Schluss hat Gott seinen eigenen Sohn geschickt, Jesus Christus. Aber auch den haben sie getötet, was ja sozusagen ein Spoiler schon ist von Jesus, was passieren wird. Und die Pharisäer haben verstanden, was Jesus damit aussagen möchte. Wieso? Weil er etwas zitiert hat. Er hat Psalm 118, Vers 22 zitiert und da heißt es, der Stein, den sie weggeworfen haben, wurde zum Eckstein. Und die Pharisäer wussten in diesem Augenblick, dass Jesus mit diesem Gleichnis eine Anspielung auf die Israeliten, auf die Pharisäer und Schriftgelehrten gemacht hat. Denn sie waren es, die nie zugehört haben, die Propheten vielleicht sogar beschimpft und verfolgt haben und nicht geglaubt haben und letztendlich auch den Sohn töten werden, wie wir in den nächsten Kapitel auch lesen. Und wir werden auch in anderen Büchern des Neuen Testaments lesen, dass Jesus dieser Stein ist. Und wie, wenn ihr die letzte Folge von den Memes geguckt habt, dann wisst ihr, Jesus ist auch The Rock. Und Jesus wird das Fundament des ganzen neuem Glauben, was danach entsteht, was ja eigentlich nicht neu ist, aber weil die Israeliten sich so weit davon entfernt haben, haben sie ja damals gesagt, ja, das ist eine neue Lehre, woran wir ja eigentlich gar nicht glauben, sondern das ist eigentlich einfach nur eine Fortführung der eigentlichen Lehre, die immer schon von Tag 1 gepredigt wurde. Und wir sehen hier auch wieder, dass die Pharisäer, und da sehen wir auch, dass die führenden Männer des jüdischen Volkes Jesus jetzt festnehmen wollen. Denn eine Aufgabe, die sie hatten, ist auch die Unruhe unter Kontrolle zu haben, unter ihr eigenes Volk. Aber weil denen ja so wichtig war, was andere Menschen von ihnen denken, haben sie ja versucht, alles heimlich zu machen und nichts in der Öffentlichkeit, nichts gegen Jesus, weil Jesus ja mittlerweile so hoch angesehen wurde und so beliebt war. Und darauf gehe ich später auch nochmal ein, wie heuchlerisch einfach das Verhalten dieser Menschen ist. Und das war es auch erstmal für die ersten 12 Verse. Ich hoffe, ihr habt euch Notizen aufgeschrieben. Vielleicht habt ihr ja noch ein paar Fragen, die ihr mir stellen wollt. Schreibt sie doch einfach unten in die Kommentare und ich beantworte sie. Und falls ich irgendwas ausgelassen habt, ey, ihr könnt mir immer wieder schreiben. Ich bin nicht perfekt. Und ich hoffe trotzdem, dass ihr was mitnehmen konntet. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Bis dahin, Cory hier, ihr da. Alles klar. Ich habe hier wieder zwei Sachen, wo ihr draufklicken könnt. Einmal die Playlist mit allen Markus Evangelium Bibelstunden. Und auf dieser Seite habe ich ein anderes Video, wo ihr gerne draufklicken könnt und mich supporten könnt.